Hallihallo, Löschen und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge von The Crew Wild Run mit, Moment, Kamera drehen, mit dem Don. Hallo. Und dem Dra, der Servus. Natürlich wieder verkehrte Welt hat. Ich habe mal noch vor der Folge mal kurz mein Design nochmal überarbeitet. Das Ramkini kommt wieder. Ich habe jetzt an einem Off-Clipper nochmal rumgebastelt und habe andere Felgen drauf und eine Carbonhaube vorne drauf. Sieht wesentlich besser aus, wie ich finde. Oh, Junge! So, genau. Achso, einen Timer muss ich noch anmachen. Moment, Moment. So, und ihr sagt mir jetzt, was wir machen. Das Ramkini, wir wollten für dich einen Drugstore besorgen. Achso, ja, das auch, ja. Naja gut, was ist für mich? Achso, die Frage ist, was nehme ich denn als Dragster? Nee, da wollte ich nie hin. Ich gehe glaube ich mal ins Hauptquartier und guck da mal nach, was ich da habe und was ich machen könnte. Macht glaube ich fast mehr Sinn, oder? So. Die Viper hast du ja schon. Ja, die habe ich schon, ja. Die ist schon mal eigentlich eine gute Wahl. Den Ruf müsstest du ja erst noch kaufen. Exoten. Was jetzt, sag ich mal, allererste Wahl wäre. Wo will ich denn schon wieder hin hier? Ein selten dämliches Ramkitty. So, den Chevrolet, nö, den Challenger, den Dodge Viper, ja, wäre eine Option. Ansonsten den Nissan, ne, stelle ich mir jetzt als Dragster, also ich kann es mir halt irgendwie nie logisch nie vorstellen. Ist für mich einfach kein Dragster. Genauso wie ein Skyline eigentlich für mich kein Dragster ist, unbedingt. Ja, den Ruf hier, ja, der kostet plus 378. Ach nee, der CTR3, ne, meint ihr? Ja. Oh, der kostet bloß 214, wieso ist denn der günstiger? Kannst du ihn auch günstiger machen? Ich weiß. Muss bloß meine Vorteilspunkte ändern. Ja. Oder neue dazu kaufen dann. Königseck, okay. Na, ich glaube, da wäre ich mal mit meiner Dodge Viper hintuckern. Im Moment macht's, glaube ich, das als am sinnvollsten. Wobei, BMW wäre auch nicht schlecht, oder? Der M5er. Ach nee, der kann schon ja Dragster machen. Genau. Ah, ja, Klugscheißer. ja gut, dann sag ich mal... Oh Gott, nee, Quatsch. Da kann ich ja gleich mal hier aus dem Hauptquartier da hin switchen. Theoretisch. Oh, jetzt. Ich finde das klasse, wie er durch dich durchfährt. Durch mich? Ja, hier der Ramkitty. Jedes Mal, wenn er irgendwie in Don Ram will, geht er in die Karte oder macht sich jedenfalls... Fotomodus. Ich gehe in Fotomodus. Ja, mich hätte eben aus dem Fotomodus, habe ich mich irgendwie rausgeholt, keine Ahnung wie. Klar. Überspringen und dann Dragster Kit kaufen. Das, woher habe ich das eigentlich? Genau. Vom ersten Submit, das hatte ich nämlich total, haben wir alle irgendwie total verpeilt, dass ich das ja eigentlich noch habe. Und jetzt kaufe ich mir das für die Dodge Viper. Wir uns alle drei in die Wüste und fahren dann Dragster rein. Oh ja, bitte. Habe ich gerade Bock drauf. Okay. Ja, ich muss aber noch mal kurz, hier steht jetzt sowas wie tune dein Fahrzeug visuell. Oh Gott, es geht schon wieder los. Das ist recht teuer. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in der Folge mache oder ob ich das mal offscreen mache. Kannst du es ja zumindest mal zeigen, was es alles gibt. Ja gut, das mache ich ja schon die ganze Zeit über. Ich mag ja diese schillernden Lacke eigentlich sehr, aber irgendwie im Moment gar nicht so. Ich weiß nicht. Obwohl das Grün eigentlich geil aussieht. Ah, ich will ja auch ein anderes Opfer gefunden, das. Aber ich will ja nie immer alles grün machen, das ist ja auch wieder blöd. Wobei, mache ich ja nicht immer. Chrom. Auch eine coole Farbkombi. Eloxiert. Nee. Metallic. Habe ich schon ein graues Auto?
Eine graue Dodge Viper ist nie, glaube nie so geil. Was könnte man mal... Gibt es da so ein schönes Kackbraun? Nein. Ich habe kein blaues Auto, aber ich stehe auch nie so auf blau. Ich bin nie so der Blau-Fan. Überhaupt nie eigentlich. Meine Dragster Viper ist kunderbunt. Raymond. Ist durch den Sticker ist das. Hast du diese Farbkombination? Alter, das ist ein kräftiges Rot, Orange, was auch immer das ist. Alter, ich mach irgendwo einen Sticker für den hier ab. So schwarz sieht der drauf aus. Metallic, schillernd, chrom, eloxiert, metallic. Weißt du was, ich lasse die einfach mal schwarz. Warum habe ich jetzt dann nochmal schwarz drauf? Okay, sinnfrei. Jetzt kommt's nämlich. Jetzt kommen die ganzen Sticker wieder. Wo ich es mir wieder nie verkneifen kann, was drauf zu machen. Flammen will ich keine. Muss halt irgendwie passen und auf schwarz wird's ganz lustig gleich. Nicht zu übertrieben, muss aber auch nicht zu scheiße aussehen. La 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 la, Streifen, nee. Das Ram-Kitty ist wieder hier. Ach, weißt du was, ich kaufe jetzt einfach den. So, Innenausstattung. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Gibt's irgendwie schon was? Schwierig. Ja. Nehmen wir das. So, Futter. So viele schöne oder mir gefallene gibt's hier gar nicht. So, hinter. Ich bin ja auch immer noch dafür, dass wir einen Sticker-Shop bekommen. Ja. Bei der Aktion, ich glaube, das war ja sogar noch vor der Beta gewesen, im 2014, mit dieser Sticker-Aktion. Da haben sie doch gezeigt, dass sie eigentlich einen relativ guten Sticker-Shop hatten. Auf dem hätte man wunderschön aufbauen können. Das sieht doof aus. Was war denn das? Alter, noch so eine übertriebene Heckstoßstange. Was ist denn das? Da kannst du den Ackerbau betreiben mit dem Ding. Alter. Die Zusatzräder. Nee. Es gibt eine Stoßstange. Eine hintere Stoßfänger. Das sieht so übelst viereckig, kantig aus. Und hat so Riffeln nach unten. Damit kannst du da vorn ziehen auf dem Felde. Diese übergehenden Diffusoren. Ja, tut mir leid, aber ich mag die nicht. Nee. So, das sieht besser aus. Seitenschwöler. Schwöler? Seitenschwöler. So, Außenspiegel. Ja, toll. Guckst du eh nicht rein. Ja, vor allem habe ich Standard-Carbon, ne, und krieg irgendwelche Standard-Dinger dran. Das macht... der Spoiler... Der Spoiler sieht schick aus. Den finde ich gut. Ist zum Glück nie übertrieben. Mach mal. Dann übrigens nochmal herzlichen Dank für den Tipp von dem Let's Player mit dem Mikrofonproblem. Hat's funktioniert bei dir? Ich hab's umgestellt und es hat funktioniert. Hat auch nur anderthalb Jahre jetzt quasi gedauert. So, cool. Jungs, ich bin fertig. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo ich rauskomme, aber... Ja, ich weiß, dass beim Dragster hinten so eine Aufhängung dran ist. Ganz so doof bin ich ja dann auch nie. Ja, ich fahr mal so über die Straßen. Bin sogar bei Grün gerade über die Ampel gefahren. Wir können es ja noch mal ansprechen. Ich glaube, das haben wir gestern offscreen haben wir das bequatscht. Na, gestern hatte ich ja keine Zeit zum Aufnehmen, ne?
wer Probleme hat in dem Spiel, dass das, Mikrofon im Teamspeak sich auf 50% runterstellt, nachdem das Spiel gestartet ist. Schaut mal beim Alex Taylor auf dem Kanal vorbei. Er hat ein Tutorial-Video gepostet, wie sich das Problem beheben lässt. Bei seiner Playlist ist das Wikipedia die 8. Folge. Macht ruhig weiter Fremdwerbung, alles gut. Ja, nee, es ist echt nützlich gewesen. Ja, nee, wenn es nützlich ist, gerne. War ein Spaß. Wo treibt ihr euch jetzt wieder rum? Wir stehen immer noch am Daimler. Ja, schön. Ich komme jetzt mal hier. Wegpunkt setzen. Nee, macht nicht so viel Sinn. Hallo, hör doch mal auf mit dem Wegpunkt setzen. Wegpunkt entfernen. Und jetzt will ich bitte Blitzreise. Vielen Dank. Hallo, lädt, steht da unten. Das ist doch nervig. Ups. Und wir fahren dann jetzt erstmal rüber zum Salzsee. Mit dem Dragster. Okay. Oder wie? Wo seid ihr jetzt? Am Diner? Ja, ich weiß noch nicht. Ach, jetzt zeigt's mir. Wieso bin ich trotzdem so weit weg, obwohl ich mich zu euch... Oh Gott. Alter, ich muss erstmal mit der Karre klarkommen. Jetzt häng ich auf die Schienen fest. Oh Gott. Ah! Hilfe! Okay, ich weiß noch nicht, ob ich mit dem Dragster fahren will. Ich hab hier irgendwo ein Auto. Kacke! Alter. Hört sich sehr interessant an. Na, ich rutsche... warte mal, ich suche erstmal fix das Auto. Ich bin gerade... Nein, ich wollte nie auf die Map. Ich habe hier gerade Blinkerauto oder Satellit, eins von beiden. So, wo ist es? In diese Richtung auf jeden Fall. Bestimmt wieder oben auf die Berge. Aua. Nach da rüber muss ich irgendwie. Lalala. Ach, Satellit. Okay. Alles klar. Kann losgehen, meinst du? Na, ich hab's ja erstmal eingenommen jetzt hier, die Satellitenanlage. Eine Datenstation gefunden. Toll. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Dragster jetzt darüber fahre. alles klar. So, jetzt, wo seid ihr? Da seid ihr. Immer noch im Diner? Ja, komm, ihr könnt auch eine Weile Kaffee trinken, ist alles gut. Lecker Bacon and Egg essen und so. Das geht doch. Hui! Oh Gott, Parkplatz! Oh Gott, Parkplatz! Ich hab jetzt irgendwie Platz. Ja toll, jetzt muss ich ja. Ist halt blöd. Man kann auch langsam mit den Dingern fahren. Ja, ich bin gerade nur gerutscht, das war gerade das Problem dran. So, wo lang? Wo müssen wir jetzt hin? Entweder durch die Stadt oder rechts rum. Ja, Wegpunkt und so? Brauchen wir nicht. Ja, okay. Chef sagt, brauchen wir nicht. Alles klar. Dann fahre ich euch... Gott, Alter, wie das Ding einfach nur vorne abgeht, ne? Ich weiß ja nicht immer, wo lang. Immer auf der Geraden bleiben hier, oder? Erstmal auf der Geraden, ja. Was heißt denn erstmal? Du musst mir rechtzeitig Bescheid geben wegen Bremsweg und so. Oh Gott! Oh Gott! Das war ein Satz mit X. Oh Gott, jetzt hat's mich... Warum dreht's mich dann auf immer weg? Reifen überhitzt. Du hast jetzt unten am Tacho hast du links so eine Anzeige. Ja, eher die rechts sollte am unter Tacho, dem grünen Bereich liegen. Rechts am Tacho ist Olsenhorst, Entschuldigung. So, hier jetzt die nächste Hauptstraße links dann rein. Ach, und das NOS bleibt da automatisch an, das kannst du gar nicht selber regulieren, nee, wie viel du gibst. Nee. Oh.
Da gibst du einmal Schub und hast dann entweder Glück oder nicht. Warum hast du keine Dodge Viper, Herr Dra? Weil ich mit der nicht fahren kann. Das gilt nie. Ich hol meine dann nachher raus, ja, ist okay. Zum Glück seid ihr nicht schneller wie ich. Ich bin hinter euch. Ich hoffe, der bremst jetzt nie. So viel dazu. Ah, jetzt muss ich auch noch schnell fahren. So, oh Gott. Tschüss. Ui. Ey, ich bin in der Luft kaputt gegangen. Wie doof ist denn das? Das ist so sinnfrei. So, ich werde das... Versuche ich das normal gleich? Ich weiß gar nicht, was habe ich denn hier? Huch. Ach komm, ich fahre einfach nochmal. Ach, hier habe ich Bronze, also lohnt sich ja wiederum. Bocklock ist Speedskill. Ja, ja. Zurück auf die Straße. Oh nö, hier fahren aber so viele Autos. Naja, jetzt nicht mehr. Drei habe ich weggekickt. Ah, wieder bloß Bronze, weil ich die scheiß Kurve, weil da ein Haufen Autos standen. Und Bugs umwandeln. Naja, egal. Fortfahren. Machen wir irgendwann mal noch. Jetzt rechts, würde ich sagen. Was würdest du sagen? Alter, wie das Ding einfach nur... Ich gebe Gas und das Ding... Und da suchst du auch die geilsten Wege raus, oder? Aber hier haben wir jetzt eine schöne Gerade. Ach, die hier, oder was? Ja. Und jetzt machen wir Wettrennen, oder? Oder wie ist der Plan? Können wir machen? Naja, ich habe ja eh verloren, aber... Oder was gibt's hier? Hier das Fraktionsrennen oder? Ihr müsst mich aufklären. Nö, einfach so. Wir können uns natürlich auch ein Summit freischalten und im Summit das richtige Dragster-Event fahren. Könnte man auch. Ich meine, spricht ja nichts dagegen. Story ist ja durch. Ich kann nur noch besser werden. Wir probieren es erstmal hier. Ja, klar. Was denn? Bist du in Endlichkeiten noch viel weiter oder? Ja, so ungefähr. Na dann, gib Kommando. Ich nie. Dra. 3. 2. 1. Los. Der da los sagt, der hat immer die besten Chancen. Ja, ne? Na, genau. mich hat's erstmal runtergedreht. Mich schleudert sie auch durch die Gegend. Oh, ja. Platin! Wow, 514! Ah, ist zum Glück nie übertrieben! Alter! Schön abgehoben! Hui, So. Aber weißt du, was noch geil wäre? Ganz ehrlich, wenn man den Schirm öffnen könnte. Das wäre geil. Ja. Boah. So, ausstatten natürlich. Was willst du von mir? So, ihr seid schon wieder zurückgefahren, gehe ich von aus, ja? Ich gleich hier gerade so über den Dorf. Oh ja, ich auch gerade irgendwie. Jetzt, let's get dirty. Der schleicht ja wirklich. Ich fahre ja Fullspeed durch. Ich auch. Mit 145 allerdings. Ich mit 30. Das ist gut. Ich habe auf dem Haarschiff meinen ersten Gang nicht belegt, damit ich auch die... Oh Gott! Dass hier irgendwas mitten in der Wüste rumsteht, das kann mir auch mal jemand sagen. Also ist der Bauarbeiter da vorne umgemietet. Wahrscheinlich. Irgendwie standen da so eine Bauarbeiter
Absperrungsgedöns-Dinger. Genau, ich weiß auch nicht, was die da die ganze Zeit buddeln. Ja, die suchen Öl, was hältst du denn davon? In der Salzwüste. Ist mir da egal. Die bauen da Jodsalz ab. Ja, kriegst du da für 19 Cent im Netto. So, die Packung. Wo fahren die jetzt eigentlich hin? Oh Gott. Ach so, wieder hier vor. Verstehe. Du darfst doch eigentlich gar nicht lenken, ne? War klar. Voll der Tram-Kitty, oder? Ich rutsche immer noch. Ich nicht. So, und nu? Da wollen wir uns ein Summit freischalten, dann können wir dort ganz fahren. Klar. Ich lade euch mal zu einer kleinen Free-Drive-Challenge ein, womit wir das in einer Minute freischalten können. Ach, die 100-Meter-Challenge? Die 100-Meter-Challenge. Herrlich. Alter, ich guck, Alter, wie geil. Ich guck mir das gerade mal von der Seitenperspektive an, wenn ich Gas gebe. Wie es denn einfach vorne aushebt. Die kleinen Rollen hinten am Auffänger, die... Huch! Da steht einer in mir drin. Mhm. Annehmen. Mit dem Drexler? Ach ne, wird der eh gewechselt, oder? Oder ist das Drexler? Was? Mhm. Ich hab Angst! Schon wieder bei 21 Minuten? Was ist denn los hier? Das machen wir jetzt noch. Doch mit dem Drexler. Nee, ich darf wechseln. Auf alles, was du willst. Du brauchst bloß einmal Gas geben. Also kann ich auf dem Drexler bleiben? Ja. Und dann einfach, wenn das fertig ist, nochmal wiederholen und dann haben wir sie freigeschaltet. Oh Gott! Ach so. Ach herrlich. Ist ja süß. Okay. Nee, hä? Wiederholen, ach, einfach. Ach so, ich hab okay geklickt. Ach, jetzt hier. Noch einmal Menster. Das Event beginnt gleich erneut. Dadum. Schluck Energy. Ich, ah ja, genau, ich hab. Warum stehe ich jetzt weiter hinten? Ist das geplant? Oh! So, nochmal oder was? Du müsstest jetzt rein theoretisch das Submit freigeschaltet haben. Also normal fortfahren und... Ja. Wo sehe ich das jetzt? Ist die nächste Frage, die ich mir stelle. Aua. Auf der Map hast du links von Chicago. Hast du dieses Symbol mit dem S? Oben, kurz vor der Schneegrenze. Flughafen Chicago, PVB Lobby, Drift Tuner, One Two Wheels. Genau, mhm, das Ding. Verdiene deine Teilnahmeschein, das ist bei mir noch gesperrt. Freie Fahrt Herausforderung gewonnen, 1 von 2. Ach, ich bin gerade Zweiter geworden, kann es sein? Ah, das ist es, er muss gewinnen, okay. Ach, die musste mittlerweile gewinnen. Ach nee, ja, die musste man schon immer gewinnen, glaube ich. Tudum. Nicht schlimm. Ja, dann halt noch mal, musst dann du mich nochmal einladen. Ja. Okay, dann machen wir mal. Stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass die gewinnen musst. Also ihr habt das schon freigeschaltet, oder was? Ich habe gerade meinen Pass bekommen. Ach so. Ich habe meinen Pass hier. Was ist das hier? Drei Tage hier eigentlich? Oder so, zwei. Monatlicher Summit. Aha, okay. La la la, warte, ich nehme klar an. Warte. Annehmen, ja. Kann ich auch Intermap? Wusste ich nie. Ha 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 ha.
direkt noch ein kleines Noss reingeschossen. Hui, hui, ich bin Erster, ich fühle mich so gut. Ach toll. Ah, jetzt habe ich es gekriegt. Okay. Teilnahmeschein gewonnen. Alles klar. Fortfahren. Entschuldigung. Ich habe die Karre nicht unter Kontrolle. Entschuldigung. Alter, wie einfach nicht von der Stelle kommt, trotz Noss. So. Und jetzt muss ich auf das Summit gehen, Münster, ja? War das so? Genau. Ich weiß das nicht. Wir haben das einmal gemacht. Das ist aber schon ein bisschen zu lange her. Mhm. Chicago. Ach, jetzt das S, ja. Wegpunkt setzen. Betreten, ne? Sag einfach ja. Ja. So. Aber... was jetzt hier passieren wird, das werden wir erst nächste Folge sehen. Was wir jetzt hier tun werden, das werden wir auch erst nächste Folge sehen. Also macht's gut, bis dahin und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao.